Freunde, hier ist seit langem mal wieder der Mottenmann und ich erkläre euch heute einiges zu Corporal Beast Oldschool RuneScape. Beziehungsweise ich mache euch einen Guide und ja, warum habe ich so lange keine Videos mehr gemacht? Ich habe mich erstmal ein bisschen ins Spiel reingetastet, habe ein bisschen geskillt, RuneScape kennengelernt. Macht mir unheimlich viel Spaß und jetzt fange ich langsam wieder an, Guides zu machen übers Spiel, wo ich wieder tiefer drin bin und hoffe euch so weiter und besser helfen zu können. Genau. Ja, heute Guide zu Corporal Beast. Solo-Guide. Und ja, wir fangen zuallererst an. Was für Stats benötigt ihr? Hochprofessionell kommt jetzt erstmal ein Paintbild, das ich erstellt habe. Also ihr solltet auf jeden Fall ein Mage 80 plus haben, damit Corp euch nicht so krass hittet. Und natürlich, dass ihr den Haus-Teleport nutzen könnt. So, dann solltet ihr auch Range 80 plus haben, auch genau, damit ihr nicht so krass gehittet werdet. Genau, und dann solltet ihr Def 85 plus mitbringen, wieder aus dem Grund, dass ihr nicht so krass gehittet werdet. Stärke 90 plus, damit ihr gut hittet. Und auch Schaden austeilt, weil am Ende wird es halt sonst echt lange dauern. Attack 85 plus. Mein Rat an euch geht sogar auf 90 plus, damit ihr hittet. Ihr müsst unbedingt eure Specs treffen bei Korb, um seine Defensive runterzuhauen. Sonst wird das nichts. Genau, dann Prey 70 plus, ganz wichtig, um eure Preys zu nutzen. Ihr braucht außerdem genug Prayer Points, damit ihr lang genug stayen könnt, nicht zu viel Food benötigt, beziehungsweise nicht zu viel Prayer Pots. Nicht immer nachprayen muss, sonst wird es echt zäh und schwer zu schaffen, also 70 plus Minimum. Und ihr braucht auf jeden Fall Construction 82 plus, damit ihr euch den Pool bauen könnt, um euch voll zu healen. könnt es auch schon eher machen, so mit Construction 60. Also ihr benötigt auf jeden Fall den Pool, der eure Attack Bar wiederherstellt. Dann eine Jewelry Box zum TP'en und auch den anderen Pool, aber dazu kommen wir gleich. Also, das sind die Stats, die ich euch auf jeden Fall rate. Hör es natürlich besser, aber das sind so die mindesten Stats, die ihr benötigt, ja. Genau. Kommen wir als nächstes mal zum Inventory. Was ihr auf jeden Fall braucht für euren Solo-Run. Einmal das, was ich angelegt habe. Also, ich rede jetzt erstmal über die Sachen, die hundertprozentig benötigt werden. Mindestens ein Dragon Defender sollte jeder holen können. Nicht zu schwer auf dem Level. Wenn ihr natürlich den Upgrade habt von dem Dragon Defender, umso besser. So, dann braucht ihr einen Dragon Warhammer für die Stats. 100% Pflicht braucht ihr auf jeden Fall. Dann gehen wir noch auf die weiteren Waffen ein. Ihr braucht auf jeden Fall Arclight. Arclight bekommt ihr durch Questen. Also ihr bekommt erstmal Darklight durch Questen. Und wenn ihr dann im Current Dungeon weiterfarmt, könnt ihr drei Splitter bekommen. Diese kombiniert ihr mit Darklight an dem Altar und ihr bekommt Arclight. Dann braucht ihr ein BGS, Bandos Godsword. Auch sehr wichtig für die Specs. Genau, und ihr benötigt ein Speer, um nachher Schaden zu machen. Wenn ihr nicht so viel Gold habt, reicht auch ein Dragon Spear zum Beispiel. Ja, genau. Und im Idealfall noch eine Dragon Halberd oder ein Crystal Speer, noch besser. Habe ich leider auch noch nicht, aber Dragon Halberd reicht auf jeden Fall auch erstmal, um zu specken, damit ihr mehr Schaden am Korb macht. Genau, kommen wir zum Gear an sich. Zu empfehlen Barrow Gloves. Wenn nicht, könnt ihr natürlich auch das Downgrade nehmen, das Ring Bracelet. Genau, und dann Warrior Ring, beziehungsweise Berserker Ring, am besten im Jewels. Den würde ich euch auch raten, damit ihr besser hittet. Prayer Scroll, damit ihr einen Pray-Punkt habt, also ist relativ unnötig, also nicht unnötig, braucht ihr nicht unbedingt, aber kostet nicht viel, könnt ihr gut benutzen. Dann im besten Fall Fire Cape, Stärke Cape, irgendwas, was euch boostet, falls ihr kein Fire Cape habt, Stärke Cape oder wenn ihr gar nichts davon habt, gerne auch Obsidian Cape oder halt zum Beispiel ein Götter Cape, also ich glaube Saradomin Cape oder so gibt es auch, dass ihr mehr Pray bekommt. Ja, dann Helm of Nesinod, relativ easy zu bekommen mit der Quest, solltet ihr auch auf jeden Fall bringen können. Minimum, Amulet of Fury, natürlich das
Torchar ist natürlich besser, aber Fury sollte das Minimum sein. Glowy geht vielleicht auch noch, wenn ihr Gold sparen wollt, aber auf jeden Fall eins von den Amuletten. Ja, Dragon Boots oder Primal Boots. Dragon Boots natürlich günstig, könnt ihr euch holen. Wenn nicht, die Primal Boots umso besser, geben bessere Stats. Und ja, Bandos Tessets und Bandos Chestplate würde ich euch auch raten. Ihr könnt auch anstatt Chestplate könnt ihr auch den Fighter Torso nehmen zum Beispiel. Oder ihr lasst halt, falls ihr den Helm noch habt, eine gute Alternative und die beiden Teile, beziehungsweise auch keine Barrow Gloves, nehmt einfach Void mit, am besten Elite Void, kommt ihr auch sehr gut mit zustande. Könnt ihr sehr gut nutzen. Genau. Das einmal zu dem Gear, das ihr haben sollt, mitnehmen solltet. Und zum Inventar würde ich euch raten, zwei Super Divine Combat Potions, zwei Prayer Pots und Food. Monkfish ist relativ günstig, heilt um 16. Komme ich gut mit klar und Karamwan könnt ihr in einem Tick eaten. Zeige ich euch mal, wie es geht. Also, wenn ihr zum Beispiel zwei Monkfishs essen wollt, da isst ihr den einen, dann müsst ihr warten, dann esst ihr den anderen. Bei Karamwans könnt ihr einfach Monkfish, Karamwan anklicken und ihr esst beide gleichzeitig, heilt quasi doppelt so viel. Deswegen guckt, dass ihr Karamwans mitnehmt und Monkfish oder Shark, je nachdem müsst ihr gucken, wie viel Defense etc. ihr habt, wo ihr gut mit zurechtkommt. Genau, dann braucht ihr auf jeden Fall die Runen. Ich habe sie im Wundputsch für den Hausteleport. Das ist natürlich eine Lore-Rune, eine Air-Rune und eine Earth-Rune. Wie ihr das mitnehmt, scheißegal. Hauptsache, ihr habt die drei Runen, damit ihr euch teleporten könnt. Ihr könnt anstatt die Earth- und die Lore-Rune auch einfach eine Dust-Rune nehmen. Hat den gleichen Effekt. Genau, so, dann gehen wir mal in mein Haus. Nächste Etappe. Also, Gear, guckt, dass ihr das haben könnt, was ihr, was ihr euch leisten könnt. Aber wichtig ist BGS-Pflicht, Arclight-Pflicht und Dragon Warhammer. Die sind top und die braucht ihr auf jeden Fall. Ja, so, dann braucht ihr im besten Fall einen Pool. Ich habe den, also ihr braucht auf jeden Fall einen Pool. Ich glaube, den für Construction 65 oder 60, der braune auf jeden Fall, der gibt euch Attack Bar, den Minimum. Der lilane umso besser, der heilt euch und ja, ihr habt eine Juwel Box, die braucht ihr auch, damit ihr euch zu Corporal Beast porten könnt. Theoretisch könnt ihr auch einfach anstatt diese Juwelenbox hier, könnt ihr euch einfach einen Games Necklace holen und dann könnt ihr euch mit dem Games Necklace auch zum Corporal Beast boosten. Dass hier die Standardvariante einfach fest im Haus als Games Necklace und da könnt ihr euch hinporten. Und anstatt diesen Pool zu haben, könnt ihr natürlich auch fooden. So, wir gehen jetzt mal zu Corporal Beast und ich erkläre euch kurz, wie das Ganze funktioniert. So, ihr habt Praise an. 70 Prey für Piety, sehr wichtig, macht die Quest. Oh, hier ist schon jemand am Rennen. Deswegen, ich werde mal kurz die Welt hoppen. Und ich nehme mal 507, das ist so meine Standardwelt. Und fange dann mal an, den Kill zu machen. Ja. So, also, ihr braucht Quests, ihr braucht Piety-Quests, ihr braucht Mage. Das sind die, die ihr auf jeden Fall anlassen wolltet. Und am besten Preserve, könnt ihr euch eine Schriftrolle holen in der GE. Und dann halten eure Divine Potions länger. Dann trinkt ihr euren Divine Potion und habt die Dinger an, also die Praise, geht rein, nehmt euren DWH. Wichtig, zuerst den DWH nehmen und dann speckt ihr. Wenn ihr unter 45 Leben fallen solltet, das ist so meine Devise, unter 45, rausporten, zum Pool gehen, trinken und wieder reinporten. Ja? Ich habe übrigens, ihr könnt auch Teletubbies nehmen fürs Haus. Ich nehme lieber den Spell, dann level ich in den Weg noch ein bisschen Mage nebenbei. So, ihr geht wieder rein, ihr guckt, dass ihr hittet mit euren Specs. Das müsst ihr so lange wiederholen, bis ihr viermal DWH gehittet habt. Ich gebe euch noch einen Tipp. Wenn ihr aufs Zahnrad geht und Special Attack Counter anmacht, dann seht ihr gleich oben links. Ich mache es mal so lange, bis ich den DWH treffe. Seht ihr, wie oft habt ihr in diesem Kill getroffen? Ich gehe mal wieder rein. Kurz gucken, ob ich hitte. DWH 0. Und nochmal 0. Leider nicht getroffen. Dafür höheres Attack Level. Je höher euer Attack Level ist,
umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr hittet. Also, wie gesagt, ich habe Attack 90, ich habe relativ gutes Gear an und treffe selbst da nicht. Deswegen guckt, dass ihr Attack so hoch wie möglich bekommt, damit ihr mit den Specs hittet. Ja, langsam sollte ich aber mal hitten. Vorführeffekt im Video, cool. Also ich werde es euch jetzt nur kurz zeigen, einmal bis ich gehittet habe, auch wegen dem Addon. Also wegen diesem Attack Special Counter. Ja. Und danach springen wir dann quasi zum Punkt, wo wir alle Specs getroffen haben. Wir benötigen insgesamt 4x DWH und 20x Arclight. Wow, ich treffe einfach gar nicht. 20x Arclight insgesamt und 200 BGS-Schaden. Was ich noch erwähnen kann oder was auch noch wichtig ist, wenn ihr auf so einer öffentlichen Welt seid, wie ich, und immer lauft, könnt ihr gecrashed werden. Heißt, es kann irgendein Spieler kommen, es können zwei Spieler kommen und können euch euren Kill wegnehmen quasi, indem sie einfach reingehen und ihn dann töten, wenn ihr gespeckt habt. Weil dieses Specken, das ist das, was lange dauert. Da seid ihr 10 Minuten beschäftigt, vielleicht also so 5 bis 10 Minuten. Und danach kommt halt der Kill. Der dauert auch ein bisschen länger, aber ne, kann nicht geklaut werden. Deswegen, wenn ihr eine größere Gruppe von drei Spielern habt zum Beispiel oder mehr, könnt ihr euch einfach eine private Instanz kaufen quasi. Kostet, glaube ich, 100k Cash. Und solange einer von euch in dieser Instanz drin ist, gehört die euch, bleibt bestehen. Wenn alle rausgehen, ist die Instanz zu. Heißt, ihr wechselt euch immer ab, ihr geht rein. Spekt und geht wieder raus. Ist hier unten übrigens. Private Portal, ja. So, wir sehen es hier oben links schon. Ich habe zwei Dragon Warhammer getroffen. Und das wiederholen wir jetzt mal, bis wir vier haben. Danach kommen die 20 Arclight Specs. Wieder das gleiche. Ins Haus, heilen, Special Attack aufladen. Und danach machen wir es nochmal mit BGS. So, Männers, wir haben die Specs jetzt erreicht. Wie ihr oben links seht. 4 DWH, 20 Arclight, 188 BGS-Schaden. Ich mache jetzt noch kurz die letzten beiden BGS-Specs oder den letzten, mal gucken. Und ja, jetzt haben wir 200. Jetzt können wir erstmal unsere Hellebarde nehmen, unsere Crystal-Hellebarde oder generell unsere Speckwaffe und nochmal specken. Und ja, jetzt packen wir unseren Speer aus und töten ihn. Er hat jetzt so verringerte Werte, also Korb hat so verringerte Werte, dass er uns quasi 0 Schaden macht, ja. Natürlich kann er immer noch ein paar Mal hitten, deswegen haben wir Food dabei. Und ihr seht gleich, er spawnt gleich ein kleines Ed. Ziemlich nervig, das hüpft immer hin und her. Und wenn es auf euch steht, macht es euch 10 Schaden. By the way, er kann dieses Ed als Pet droppen. Ja? Ist aber eigentlich eine einfache Mechanik. Zeige ich euch gleich wie, wenn das Ding spawnt. Kann man nämlich ganz easy austribbeln. Also, Prey-Punkte ladet ihr immer mit euren Pots jetzt auf, wenn ihr drin seid. Weil wenn ihr euch jetzt rausteleportet bei Korb, regeneriert er sich langsam. Ne? Also ich glaube, das waren ungefähr 10 oder 100 Leben pro Sekunde. Ich glaube, es waren 10. 10 Leben pro Sekunde, die er sich reckt. Und deswegen bleibt ihr hier drin. Ja, Food habt ihr auch dabei. Genau aus dem gleichen Grund. Und ja, jetzt töten wir eigentlich nur noch Korb. 2000 Leben. Ihr macht nebenbei ultra gut EP, ne? Also pro Korbkill könnt ihr rechnen, 2000 Leben sind dann 8000 Defense EP. Wichtig ist noch, euer Speer muss auf Step-Schaden eingestellt sein, ja? Also nicht Slash, nicht Crush, Step. Entweder Shared XP oder Defense XP. Ich habe mich für Defense entschieden, jedem selbst überlassen. Wichtig, Step-Schaden. Bei dem DWH, Arclight und beim BGS ist es relativ egal. Nur Speer Step, weil da ist er halt anfällig für. Crystal Hellbard ist es, glaube ich, auch relativ egal. Aber die Regel ist, am besten Step nehmen. Also dieses kleine Ding, das spawnt immer random, eigentlich ist es meistens schon da. Hat jetzt ein bisschen Glück, weil wenn es spawnt, müssen wir mal nach links und rechts laufen. Ist ein bisschen nervig. Was kann ich euch noch sagen? Ja. Es ist die Frage, was wir bekommen am Ende. 1 zu 25 Chance Onyx Bolts sind im Moment 1,5 M wert. Wie gesagt, 1 zu 25 kommt relativ häufig, aber auch nicht allzu häufig. 1300 ist die Chance auf ein Spirit Shield. Spirit Sigil, sorry. Also fürs Spirit Shield ein Sigil. Ungefährer Wert gerade 200 M.
1 zu 4000 Chance ist die Chance auf ein Eli. Ist auch für Spirit Shield so ein Aufsatz quasi. Um die 900 Millionen wert aktuell, ja. Also ihr könnt hier richtig gute Drops fahren. Sonst macht ihr. Also sind da noch ein paar andere Sachen bei, die nicht so viel wert sind. Ja, die sind halt auch, ne? Die hat man immer mal wieder. Logs oder Ores oder. Ja, im Schnitt habt ihr pro Kill 50.000 Safe. Wenn ihr Glück habt, ein bisschen mehr. Können auch 200.000 Cannonballs sein. Die sind so um die 300k wert. Dann habt ihr Anti-Poison, das ist so 100k wert. Also immer unterschiedlich, wie ihr gerade Glück habt, was kommt. Ja. Ja, irgendwie will der kleine Zwerg nicht kommen, der hin und her springt. Kann ich euch jetzt nicht zeigen, das ist ein bisschen doof. Wir warten kurz bis zum Ende. Wenn noch 100 HP da sind, dann werde ich ihn so finishen, den Korb. Habe ich noch nie gehabt, also wirklich noch nie, dass dieses Ding nicht gekommen ist, ne? Jetzt fürs Video, unlucky, keine Ahnung, oder lucky, wie man es auch nimmt, ne? Auf jeden Fall, wenn dieser Hüpfer kommt, er taucht einfach irgendwo auf, springt auf den Punkt, wo ihr steht. Ganz wichtig. Er springt auf den Punkt und ihr müsst immer zwei Felder laufen. Rechts, links, Angriff. Rechts, Angriff. Links, Angriff. Rechts, Angriff. Ja, immer so. Ihr müsst zwei Felder Abstand halten, damit ihr keinen Schaden bekommt. Außerdem dürft ihr nicht unter Korb laufen. Wenn ihr unter ihn lauft, kriegt ihr extrem viel Schaden. Das müsst ihr auch noch beachten. Und ja, das war's eigentlich schon. Am Ende gibt's den Loot. Könnt ihr alleine machen, zu zweit, zu dritt. Death Wounds. 50k, mein 50. Kill. Chillig. So, wir gehen dann nach Varrok. Teleport. Wenn ihr Varrok Medium Diary habt, kommt ihr direkt zu Grand Exchange. Sehr nützlich, nur zu empfehlen. Geht dann, genau, dann könnt ihr euch wieder neu aufladen. Ne? Dann könnt ihr wieder Items holen, etc. Und dann geht der nächste Kill los. Ja, das war's eigentlich schon, wie ihr Koppel Beast solot. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Lasst gerne einen Kommentar da, was euch gefallen hat, was nicht. Und ja, sagt mir gerne Bescheid. Oder gebt mir gerne Feedback. Lasst gerne ein Abo da, guckt euch die anderen Videos an. In nächster Zeit habe ich vor, mehr oder wieder vermehrt YouTube-Videos zu machen. Gerade Richtung RuneScape. Bald kommt New World raus. Da werden auch ein paar Videos kommen. Ich schneide jetzt noch das Video, lade es euch hoch und dann hoffe ich, dass ich euch beim nächsten Mal sehe, wenn der Modmann wieder einen Guide macht. Alles klar, Leute. Danke, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.